Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Fritz von Berlin Babel und ich bin hier zurück mit einem neuen Video der Gym-Tour auf meinem Kanal, in der ich mir andere Gyms, vor allem geile, sich lohnenswert zu sehende Gyms ansehe in ganz Deutschland. Oft sind es CrossFit-Gyms, aber auch ganz andere Gyms. Und heute haben wir uns auf den Weg gemacht am Karfreitag, weil es sich angeboten hat, da mein Gym heute zu hat, Feiertag, fahren wir mal wieder durch die Gegend und sind heute im Mamba Gym in Bremen, das ein Bekannter von mir, Nico Bader, aufgemacht hat, auch mitten in dieser Pandemiezeit. Und wir sind schon eine ganze Weile gefahren, es ist jetzt 10.30 Uhr, wir sind seit 6 Uhr unterwegs, beziehungsweise 7 Uhr sind wir losgefahren und davor habe ich versucht, irgendwie klarzukommen an so einem Feiertag. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Als allererstes haben wir gesagt, trainieren wir eine Runde, wir haben gerade schon eine Runde gequatscht, wird erst trainiert, dann seht ihr jetzt so ein bisschen Bücher schon vorher und dann zeigen wir nochmal ganz im Detail, worum es hier geht, was wir hier vorfinden und was das Ganze vielleicht auch hier oben so ein bisschen besonders macht in der Story. Los geht's. Fertig mit Training, ich bin fertig mit Training. Tatsächlich hat Nico auch Sport gemacht, man sieht es ihm nicht an, aber ja. Das Gym-Owner-Dasein erlaubt ihm dann doch noch ab und zu Sport zu machen. Eine kurze Vorstellung, das ist Nico, Nico Baden. Ich kenne uns aus Berlin, auch noch aus Zeiten von CrossFit der Orta. Und wir stehen hier im Mamba-Gym, Mamba CrossFit und Hyrox machen wir hier auch. Und das hast du quasi aufgemacht zusammen mit zwei anderen, mit dem Simon und mit dem Wilko. Wilko, der kommt auch noch auf die Kamera. Ja, die putzen gerade. Richtig. Müssen wir immer machen. Und noch dazu gehört die Fitness-Bundesliga, die du mitgegründet hast. Die gehört zu mir. Da gehören Simon und Wilko nicht mit rein. Die gehören da nicht mit rein? Die gehören da nicht mit rein. Richtig. Ein anderer Simon gehört da mit rein. Genau. Über Simons hier, ey. Verwirrungsgefahr. Und vorher hast du in Berlin gewohnt, ungefähr genauso asozial wie meine Wohnlage jetzt. Wir können da aus Erfahrung sprechen, über Shisha-Bars zu wohnen. Und wir stehen jetzt hier in Bremen, weil du bist ausgewandert, ist fragwürdig, aber es passiert. Und stehen hier in deinem Mamba-Gym und ich dachte, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier alleine zu sein, das Ganze einmal zu zeigen. Wir fangen einfach vorne an und du erzählst einfach so ein bisschen, was die Idee ist. Zwischendurch stellst du die Räume vor, es ist ja nicht so viel, aber das ist am einfachsten. So, das heißt, wir machen einmal noch mal Kehrt, starten am Tor und dann gehen wir einmal durch. Kehrt. Wir fangen an. Eingangsbereich. Wir fangen Tresen, an. Eingangsbereich. Whatever. Ja. Hier ist der Eingangsbereich. Come to our crib. Hier ist der Eingangsbereich. We call it the lounge. As you can see, we have a bar and then some Stools. We call it chairs. Hier ist eigentlich so die Wohlfühl-Area für vor oder nach dem Training. Käffchen gibt's, allen Kram, was man so in Dosen verpacken kann, gibt's auch. Ja, ist eigentlich wirklich nur so Chill-Out, Wohlfühl-Area. Eine Lounge halt, ne? Stand der Container schon? Ja, aber okay. Der war nicht schwarz. Da steht ein Container, der jetzt Büro umfunktioniert wird, finde ich ganz cool. Tresen sind reingeflaggt und dann kommen wir hier quasi, haben wir hier den Aufenthaltsbereich. Reicht aus, ne? Da hinten habt ihr das selber reingeknallt, ne? Die sanitären Anlagen, also das, was du da siehst mit den zwei kleinen Fernsehern dran, das stand vorher nicht. Also wir haben wirklich alles, was hier irgendwo aus dem Boden kommt, kommt wirklich von uns per Handarbeit. Wir haben es machen lassen, wir haben es nicht selber gemacht. Stand der hier oder stand der woanders? Der Container? Ja. Der stand da. Also wir haben ihn genau 60 cm nach links gerollt. Okay, gut. Also mit rechts und links. Ja. Waren wir klar, hast du mit Hand angehoben. Und sechs anderen Leuten. Und dann haben wir die Umkleiden, die zeigen wir separat, muss man nicht so viel erklären. Die sehen sehr schön aus, aber am Ende
ist halt eine Umkleide. Und dann haben wir hier den Trainingsbereich und den gehen wir einfach mal durch. Wir gehen einfach mal durch. Lass mal durchgehen hier. So, du erklärst, du erzählst. Ich erkläre, läuft die Kamera? Die läuft. Ach du Scheiße, ja, hier ist unser, ja, was sagt man, Entertainment, unser Heimkino. Normalerweise laufen hier irgendwelche Motivationsvideos, bisschen Power-Yoga, ja, Kobe Bryant-Videos, so Mamba Gym, Mamba Mentality, das gehört ja irgendwie zusammen. Und jetzt befindet ihr euch schon auf unserer Open Gym Trainingsfläche. Die hat so circa 400 Quadratmeter, plus minus, paar Ergometer von Assault und Rogue und Concept 2 haben wir eigentlich alles da. Wir sind komplett Rogue ausgestattet. Ein Rig, ein paar Ringe, ein bisschen was man halt so braucht. Ne? Wichtig, ganz natürlich, ist die Uhr. Und wir haben hier in dem Open Gym Bereich auch noch Weightlifting, Strongman Equipment bereitgelegt, damit ja eigentlich sich jeder wohlfühlen kann. Damit ich zu Besuch kommen kann. Damit du auch mal zu Besuch kommen kannst und ein paar Curls machst. Yes! Genau, also um nochmal einmal kurz zu verdeutlichen, das ist die Open Gym Area, wir kommen noch gleich in eine weitere Area, wir haben hier allein 400 Quadratmeter nur für freies Training. Ich würde einfach noch gerne mal sagen, 400 Quadratmeter nur für freies Training, in dem man immer frei trainieren kann. Jeden Tag. Das gibt es nämlich in gar nicht so vielen Gyms in dieser Dimension. Mit 10 Echo Bikes da vorne, 2 Assault Runner, She-Ergs, C2 Bikes, Assault Elite Bikes und hier halt eine Strength Area mit einem GHD, mit der Klappbahn Reverse Hyper und ein bisschen Powerlifting Plates eingelassen, Plattformen, also Plattformen, Multiplex Platten, aber ist am Ende Holz. Jerkblöcke, Powerlifting kalibrierte Scheiben, die man übrigens erfahrungsgemäß nicht auf den Yoke-Kauf machen sollte, die kriegt man nämlich nicht mehr runter. Es sei denn, so wie ich es bei euch gesehen habe, ihr legt immer diese 0,5 Kilo Scheiben dazwischen, damit ihr die wieder runterkriegst. Ja, ja. Genau. Ja, 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 das sind Sachen, die lernt man dann dazu. Genau. Es ist nicht kompliziert, aber das Entscheidende in einem Gym zum Trainieren ist halt das Material zum Trainieren und das halt, ich sag jetzt mal klar, einmal Rogue ausgestattet, aber man macht tatsächlich, wenn man eine Facility ausstattet mit Rogue, wenig Fehler. So, ne? Du drückst genau. Im Endeffekt einfach nur auf Bestellen und dann liefern die dir schon genau, die richtigen Genau, und wir gehen jetzt in den nächsten Bereich und dann kommt man auch so ein bisschen zur Story, ne? Ja, so. Dann gehen wir mal rein. Wir haben neben dem freien Training auch noch High-Rocks-Training oder Endurance oder Cardio oder nenn es wie du willst. Auch im Sinne von Athletiktraining, also ihr könnt dann auch Mannschaften, ob das jetzt Fußball, Handball, Volleyball, Schach, Formel 1 ist, hier kann jeder eigentlich trainieren, also es geht dann hier hauptsächlich um Cardio. Haben dann da hinten auch noch ein kleines Graffiti an die Wand gepackt von unserem Namensgeber, Kobe Bryant, der ja diese Mamba-Mentality quasi geprägt hat. Und da kommt ja auch eigentlich der Name her. Ne? Und hier haben wir auch nochmal so knapp 350 Quadratmeter, auch nochmal ein Rig an die Wand gehauen. Da, wo man auch so ein bisschen, ja, bisschen Krafttraining, ein bisschen Skilltraining machen kann. Auch viele machen hier ihre Qualifier-Workouts für jegliche Wettkämpfe. Ja, das ist es eigentlich. Ne? Genug Platz zum Turnen, würde ich sagen. Genau, ich fasse kurz zusammen. 10 C2 Bikes, 10 C2 She-Ergs, eine Tatanbahn für den Schlitten oder auch so Agility Drills kann man ja immer ganz gut machen. Viele finden es einfach cooler, wenn die irgendwie auf einem weicheren Untergrund sind. Nico und ich ist es, glaube ich, relativ egal. Nico hat Basketball gespielt, ich habe Handball gespielt für uns. Unsere Knochen sind im Arsch, so, also von daher, der Zug ist abgefahren. Obwohl der Boden auch, ich finde, das geht immer noch, das kann man machen. Ja. Boxen, Sandbags. Tatsächlich, man muss sagen, equipmenttechnisch ist es hier nicht crazy. Also man hat keine verrückten Sachen, weil es eher um die Räumlichkeit geht. Es geht eher um den Platz fürs Training und nicht, wie bei mir beispielsweise im Gym, ist ja so ein Stahlparadies. So, das ist das hier nicht. Aber braucht halt auch eigentlich, braucht man auch für diesen Zweck hier überhaupt nicht. Basketballkorb ist natürlich wichtig. Wir quatschen gleich nochmal ein bisschen im Detail, wo das eigentlich herkommt. Und dann kommt man hier so in die CrossFit-Area. Ja, das ist eigentlich so das Herzstück. Ne? Also hier finden dann die CrossFit-Classes statt. Letztlich sind wir ja auch eine CrossFit-Box. Ja, und hier finden die CrossFit Klassen statt und ja, hier haben wir uns auch für einen Rig mitten im Raum entschieden. Die anderen beiden Räume haben ja quasi einen Rig an der Wand. Hier haben wir es mitten in den Raum gepackt, weil wir gerne, ja, also ich habe aus Erfahrung einfach gelernt, das ist ein Rig im Raum, macht einfach für Klassen viel, viel mehr Sinn. Du kannst bessere Betreuung, du hast mehr Platz für die Workouts zur Betreuung, macht einfach Sinn. Wir haben alle Langhanteln da, die ganzen Plates, das ist Marke Eigenbau, da wo die Plates quasi gelagert werden. Rudergeräte sind hier. Also wir können hier alles machen.
Seile, alles da, was man braucht, theoretisch. Und das Logo an der Wand, das ist ganz wichtig. Genau, also es ist halt so der Inbegriff von der CrossFit Box und wir kennen uns ja auch aus dem Content CrossFit Box und du hast eigentlich nur hingestellt, was du ja immer haben wolltest für dein Training. Genau, das, ja, wo, also ich mich wohlfühlen würde, das habe ich so hier hingestellt und hingebaut. Oder wir haben das ja, ich habe es ja nicht alleine gemacht, das ist ja, wäre vermessen, das zu sagen. Ne? Ja. Ja, aber ich weiß schon ganz gut, wer erstmal gesagt hat, komm Jungs, wir machen ja, mal. Ich habe ja mit der Liga auch relativ viele Eindrücke aus vielen Boxen sammeln können und letztlich, wenn du das dann selber machst, dann kannst du so ein bisschen Cherrypicking machen, kannst sagen, okay, das hat da gut funktioniert und das sah da gut aus und da würde ich mich wohlfühlen und hier, ja, letztlich realisierst du dich selber, ne? Und das ist dabei rausgekommen. Genau, wir zeigen noch einmal kurz die Plate-Halterung, habe ich auch schon mal vorgestellt bei Max Albatros, das ist eine sehr ähnliche Bauweise und zwar ein Boden und ich glaube Wand oder hier Träger fixiertes Plate Rack. Ich glaube, die sind im Träger mit drin, ne? Yep. Ja, genau. Die haben die Träger genommen, die sich dafür eignen, um das hier mit zu fixieren. Und wir haben quasi hier, ich nehme es einfach mal kurz ab, um das zu zeigen. Entschuldigung. Hauptsache, räumst du wieder rein. Ja. Das nicht. Haben wir hier quasi einfach nur 50er Rohr rangeschweißt an, was wird das sein, 35 mm Kant, hier. Das links. Ist verschraubt. Wisst schon, ja, das, also das ist hier das ran ist verschraubt, genau. Und das ist hier rangeschweißt, logischerweise, genau. Damit es hält. Und wenn man, jetzt hat ja auch keine Wand dahinter, das ist smart gelöst mit dem Träger beispielsweise. So, diese Videos sind da manchmal dafür da, dass jemand so ein bisschen Inspiration bekommt, wie kann das bei sich lösen. Beispielsweise genauso wie die Wände, an denen die wandmontierten Rigs dran sind, tatsächlich sogar Leichtbauwände sind. Ja. Die sind nicht mal mit einem Ytongstein gemauert, aber das sieht man nämlich gar nicht so gut. Sie sind mit Drahtseilen mit an den Trägern oben fixiert, damit diese Lasten, die rankommen, die Scherkräfte durch das Rig mit ausgeglichen werden. Das sieht man relativ schlecht, aber so macht es sich relativ einfach. Und diese eine Leichtbauwand ist natürlich hinten an der Wand fest. Und dann reicht es fast schon aus, weil viel Kraft, wir können es ja mal kurz zeigen, viel Kraft einfach in den Boden geht und man dann den Rest an Scherkräften, den die Wand aushalten muss, oben, ich sage jetzt mal über diese Seile, trotzdem ganz gut ausgleichen kann. Das ist so, fällt einem jetzt nicht direkt auf, wenn man so wie ich nicht jeden Tag durchs Gym rennt und sich anguckt, was haben die hier zusammengeschustert. Und ansonsten muss man sagen, ganz konsequent immer 5 Squat-Stationen oder sogar mehr, einfach nur, weil ihr die ganze Wand voll gemacht habt. Also wenn man die Wand voll macht, kann man sie auch ganz voll machen nach dem Motto. Und ansonsten ist es hier halt eine CrossFit-Box. Also es ist tatsächlich der Inbegriff von einem CrossFit- und Athletiktraining orientierten Gym mit Kursen. Das ist kein Weightlifting-Gym, kein Strength-Gym in dem Sinne. Es ist eine CrossFit-Box und dafür hat man einfach genau das gemacht, was man braucht. Man braucht für eine CrossFit-Box primär Platz, das ist wichtig, damit jeder hier so Burpees over Bar Zeug machen kann, Handstand Walk. Und man braucht halt so viel Equipment wie nötig. Man braucht auch nicht unnötig viel Equipment, sondern man braucht halt so viel, wie gerade irgendwie gefragt ist. Und das hat man hier verdammt gut gelöst. Also finde ich persönlich jetzt. Also das Kompliment nehme ich gerne. Für Mina beispielsweise ist es so der Traum. Ich wünsche mir natürlich, ja, pack mal einen Latzug hin und eine Bait-Squat-Maschine. Und dann wissen wir, wo wir ankommen, ne, auf diesem Kanal. Aber ja, das Teuerste hier drin sind halt die Cardio-Geräte. Ja. So, also Cardio-Geräte. Ihr könnt ja immer rechnen. 10 Eco-Bikes, rechnet ihr 10 mal 900 Euro, wisst ihr Bescheid. So. Langhanteln, habt ihr alle Ohio-Bars, Standard, ich sage jetzt mal Standard-Bar. Man muss wissen, wenn man bei Rogue bestellt, gibt es so eine Kategorie, Hundo-Pricing nennt sich die. Und desto mehr man davon bestellt, desto weniger zahlt man. So. Und wenn du eine Box ausstattest, ist zum Beispiel ein schlauer Weg bei Rogue, dieses Hundo-Pricing zu machen, um das zu machen. Und genau dieses Equipment steht hier 1:1 überall drin. Das ist alles Hundo-Pricing. Es ist nicht so, als hätte ich bei Rogue, würde ich nicht jeden Online-Shop sehr gut kennen. Ne? Und tatsächlich hat man diese Möglichkeiten ja bei jedem Hersteller und wenn man eine Box aufmacht, ist es finanziell gesehen manchmal ganz schlau zu schreiben, Hersteller XY, ich würde gerne das reinpacken, bietet mir was an und dann kommen die kommen dann schon, die kommen die einem wollen schon sehr, sehr gut entgegen. So, ja, die finden es auch immer cool, wenn man sagt, hey, wir machen es einheitlich. So. Ja klar, und gleiches bei Rogue und dann hat man hier halt, also Rogue steht ja für was, ja. Das ist halt Qualität, sie haben auch inzwischen sehr gutes Pricing, gerade für sowas und da kann man dann halt sagen, man macht es einheitlich und dann hat man auch geile Sachen. Am Ende lebt so ein Gym natürlich davon, dass Leute hier trainieren. Jetzt sind wir gerade alleine. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal sagt, okay, ihr habt letztes Jahr 2021 im Dezember geschafft aufzumachen endlich,
Warten wir mal ab, 2-3 Jahre, und ich glaube, dann tobt hier auch der, steppt hier auch der Bär, könnten wir jetzt sagen. Das geht manchmal wahrscheinlich schneller, als man denkt. Und da hoffe ich auf jeden Fall drauf, dass wir hier ein paar Leute reinkriegen, vielleicht auch, die dann sagen, ey, das ist ja überkrass, so, wenn ich jetzt nach Bremen ziehe, dann komme ich dahin und wir würden hier wahrscheinlich auch trainieren. So, dementsprechend, ich finde es sehr, sehr geil und ich würde sagen, wir setzen uns noch ganz kurz hin, du erzählst mal kurz Mammal Mentality, weil nicht alle sind so wie du und ich und können damit so viel anfangen. Ja, könnt ihr ja nichts für. Könnt ihr ja nichts für. Wir haben hier den zweiten im Bunde, der dritte scheut sich, Wilko. Erzähl mal kurz ein bisschen von deinem Background und auch so von dem Beitrag hier zur Story. Es ist ja nicht nur Nico, sondern es sind ja auch noch zwei andere mit dabei. Ja, also ich bin Wilko, hab ja ewig lange schon CrossFit eigentlich, für deutsche Verhältnisse, glaube ich, so seit 2015, Ende 14. War schon relativ lang. Bin aber erst so 2017 in eine CrossFit-Box gekommen und habe dann meine ersten Erfahrungen gesammelt. Habe damals noch ganz was anderes gemacht, habe bei der AOK gearbeitet, also Krankenversicherung, relativ trocken alles. Und habe dann 2018 das Angebot bekommen, das erste Mal so als Coach richtig zu arbeiten, also Vollzeit, so diesen Weg zu gehen, auch die den Entwicklung, Lifestyle. Genau, den Lifestyle, auch dann das ganze Teaching, also die ganzen Sachen, die man braucht, die Ausbildung dahinter dann zu bekommen und zu lernen. Für mich war es damals auch ganz viel, das Athletendasein zu leben, weil da hat man einfach eine ganz andere Möglichkeit, wenn man direkt vor Ort ist, die ganze Zeit, überhaupt 2 Trainingseinheiten zu machen, einfach stressfrei, wenn man weiß, okay, ich kann jetzt meine Sachen mich kurz umziehen oder wenn überhaupt, und dann loslegen. Und das waren so eigentlich meine ersten Jahre in der CrossFit-Box als Coach, also hauptsächlich Athlet, und dann ja, kam der ganze Corona-Kram, kam auch Verletzungen, und dann irgendwann denkt man drüber nach, so was will man eigentlich, ne? Jetzt ist man noch jung, aber was machst du denn in 10, 15 Jahren, wenn du irgendwie dem Sport auch treu bleiben willst, ne? Und wenn du einfach, ich sag jetzt mal, nur Coach bist, als Angestellter in einer Box, irgendwann sieht man sich mit 50 noch nur auf der Fläche und Group Classes machen. Und dann kommen so die Überlegungen, ne? was machst du? Und dann kam Nico rechtzeitig mit der Idee um die Ecke, würde ich sagen. Und dann kommt man natürlich auch zu dem Thema, worum es im Gym geht, Mamba Mentality. Da können wir noch mal kurz mit Nico gleich einhaken, weil die Mamba Mentality wurde ja verkörpert durch Kobe Bryant, den wohl für viele inspirierendsten Charakter in der Basketballszene so unserer Generation, glaube ich. Ne, ich sage jetzt alle, die zwischen 25 und 35 jetzt sind, was der prägende Charakter in der NBA, im Basketball, wenn es darum geht. Mit einer sehr selbstverständlichen Dominanz an Dingen zu arbeiten, weil man weiß, dass am Ende irgendwas Großes dabei rauskommen kann. Ja. So. Und ich glaube, dass das ja auch so ein bisschen impliziert, dass man das hier dann einmal richtig gemacht auf hat. Jeden Fall, so, ja. Und einmal auch richtig komplett fertig überlegt hat. Was ja auch nicht jeden Gym-Story sein muss. Ne? Weil beispielsweise mein Gym ist ja genau das Gegenteil. Mein Gym ist ja so, yo, komm, wir basteln mal was Neues. So, ne? Und das ist ja hier genau das Gegenteil. Hier ist ja einmal genau zu Ende überlegt. Ja. Geil, und jede Geschichte hat ja so ein bisschen das. Vielleicht kann Nico ja noch mal kurz darauf einhaken, wie, warum, wieso, weshalb er dann das so zusammenge... warum das dieses Projekt wurde. So, Wilko, Fritz hat gesagt, wir sollen jetzt mal was erzählen über unsere Mentality hier drin und welche Vibes wir hier so haben. Wie würdest du denn jetzt als, ich sage jetzt mal, eher Urbremer Persönlichkeit die Idee und das Ziel formulieren hier? Na, so, Mamba Mentality. Ja. Ja, also ich glaube, wir haben sie selber schon, bevor die Tore geöffnet haben, angewandt oder mussten, glaube ich, die Mamba Mentality besitzen, damit wir überhaupt so weit gekommen sind. Was viele vielleicht gar nicht überhaupt erahnen können, was es heißt, in einer Pandemie seine Träume zu verwirklichen. Darum geht es ja auch, überhaupt nachzudenken, zu reflektieren, zu überlegen, was muss man besser machen, was will man überhaupt, und dann vorwärts zu kommen. Und dann kommen ja die Themen, ne? Brauchst Geld, hast kein Geld, brauchst Geld. So, und das, man stellt sich das immer sehr einfach vor, wenn man die Idee hat, aber dass da einfach super viele Hürden da sind und vielleicht jetzt in den letzten 2 Jahren noch mal viel mehr als davor. Das ist schon krass, und ich glaube, hätten wir diesen
Projektnamen, der dann schließlich auch unser Gym-Name wurde, hätten wir den nicht gehabt und hätten wir das nicht vor Augen gehabt und hätten wir uns nicht gegenseitig gepusht, also CrossFit ganz viel einfach in dieser Gruppe, dann ja, würde es dieses Gym auch, glaube ich, gar nicht geben. Und ich glaube, das versuchen wir jetzt auch weiterzugeben. Ne? Es gab ja auch zwei oder drei Situationen, wo wir auch große Steine in den Weg gelegt bekommen haben, wo wir auch eigentlich schon so nah am Punkt waren, wo wir gesagt haben, so, oh, komm, lass bleiben, oder? Also das war ja auch so. Auf jeden Fall, also so richtig, ja, und die Anrufe, ne? So, man hat den und den Masterplan eigentlich, oder die und die Vorstellung, vielleicht aus dem Ungewissen heraus, ne? Und dann redet man mit den Experten und die sagen so, nein, das geht so nicht. Und das geht auch wirklich gar nicht so. So. Ja. Und dann, ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, okay, nee. Oder man geht diesen Weg, der halt etwas unkomfortabler ist als der Weg davor. Aber beim dritten, vierten Mal, dann überlegt man schon, also, ja, okay. Aber ich glaube, für uns gab es noch nicht wirklich den Weg zurück. Ne? Ja, ich glaube, wir hatten irgendwann so, die Weichen waren ja gestellt und wir sind dann irgendwann auf einmal einer Schiene losgefahren und haben dann den Weg so weiter bestritten und haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt. Also, wie du schon gesagt hast, der Weg zurück wäre schwierig geworden. Ne? Also, vor allem mega frustrierend, wenn du einmal schon sehr, überlegst, sehr so, du schließt ja damit ab mit dem, was du vorher tust. Ne? Und du hast auf einmal diese Perspektive und wenn die dann scheitert, das ist ja wirklich so, also für mich wäre das dann so gewesen, als wenn das Projekt schon laufen würde, also richtig am Laufen ist und es dann scheitert. Das wäre für mich kein Unterschied gewesen, außer dass man wahrscheinlich finanziell nicht so behaftet wäre, aber ansonsten wäre das für mich, es war einfach nicht die Option, außer man wäre dazu gezwungen worden, aber dann auch da fängt man an zu überlegen, ne? was machst du? Das waren interessante Zeiten, ja. Wirklich interessante Zeiten und ich ziehe auch immer noch den Hut vor dir und vor Simon, dass ihr habt ja eure Jobs gekündigt oder aufgegeben, um die wilde Idee, die mal irgendwo im Kopf war, hier mit zu realisieren. Also da gehört auch schon viel Mut dazu. Das ist ja auch so ein Teil der Mamba-Mentality, all in zu gehen. Hm. Keine Kompromisse oder gewisse Kompromisse einzugehen, aber trotzdem alles dafür zu tun, dass du quasi das Ziel, was du dir vorgenommen hast, oder diese Vision zu erreichen. Und die Vision ist halt einfach, den besten Scheiß zu machen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was wir immer noch versuchen oder was wir eigentlich gerade dabei sind zu realisieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Deswegen haben wir direkt gesagt, okay, wir wollen groß starten, so, was auch relativ ungewohnt ist in unserer Szene, glaube ich. Ne? Also es ist vieles entwickelt und wächst mit. Und wir haben halt den Finanzgebern damals ja auch gesagt, so, naja, okay, ich glaube, wir machen das irgendwie anders. So. Wir wollen nicht nach 3 Jahren nochmal überlegen, ey, müssen wir umziehen, müssen wir das machen, sondern wir wollen es halt direkt groß machen. Ne? Obwohl ja auch viele am Anfang gesagt haben, also gerade der Geldgeber, ne, so Bankenmenschen, die von Sport wenig Ahnung haben, außer dass sie vielleicht Fußball am Wochenende gucken, die ja dann immer gesagt haben, so, oh, Fitnessstudio in der Pandemie eröffnen, da müssen wir nochmal überlegen. Ja. Ich glaube, wir haben es gut verkauft, oder? Ich glaube auch, auf jeden Fall. Ja, war okay. Haben wir letztlich gut hingekriegt. Ja. Und ich bin sehr, sehr happy, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Auch wenn es teilweise anders geplant war. Ja. Aber so wie es ist, kann es bleiben. Ja. Genau. Und noch besser werden. Ja. Jetzt gehen wir es weiter, ne? Jetzt gehen wir unsere Leute. Jetzt geht's weiter. Ja.